Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans. Ich habe meine erste Masters of the Universe Revelation-Figur bekommen. Die möchte ich mir mit euch gerne mal ein bisschen genauer anschauen und gucken, was das Ganze so kann. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja, im letzten Video habe ich erklärt, dass ich eine andere Beleuchtung habe, dass ich ein bisschen investiert habe in eine Ausleuchtung, eine bessere Hintergrundbeleuchtung und so weiter. Und jetzt habe ich nochmal ein Add-on gemacht, und zwar habe ich jetzt ein kleines Mikrofon anhängen. Und da würde ich mich auch wieder darüber freuen, wenn ihr mir Kommentare gibt, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, in das Video unten, wie ihr den Ton findet, ob der Ton besser ist zu den vorherigen Videos oder ja, ob der andere Ton sowieso schon gut war. Interessiert mich. Ja, wie erwähnt, ich habe die erste Masters of the Universe Revelation Figur bekommen. Die trudeln ja hier so nach und nach ein. Ja, man sieht immer mal wieder auf Facebook oder auf Instagram, auch in Deutschland, welche, die halt die Figuren erhalten haben. Ich habe mich dezent zurückgehalten. Ich wollte eigentlich erstmal abwarten, wie die Serie ist. Ja, die Serie kommt jetzt am 23. Juli auf Netflix raus. Und auch erstmal schauen, wieso die Verfügbarkeit der Figuren ist. Ja, was ich vermeiden möchte, ist halt, wenn ich die Figuren sammeln möchte, was ich noch nicht entschieden habe, da möchte ich nicht wieder, wie bei den Origins, überall hinterherlaufen, permanent online gucken müssen, wo kann ich welche Figur bestellen, zu welchem Preis etc. Ja, also wenn diese Politik bei den Revelation genauso ist wie bei den Origins, dann werde ich wahrscheinlich vom Kauf der Revelation-Figuren im Generellen absehen. Aber wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Ja, auch für den Fall der Fälle, dass mir, was ich nicht hoffe, die Serie auf Netflix nicht so zusagen wird, dann werde ich natürlich auch mir die Figuren nicht holen, weil dann habe ich dazu gar keinen Bezug, egal wie toll sie aussehen mögen. Ja, nichtsdestotrotz, eine Figur aus der ersten Wave hat es mir von den Bildern her angetan gehabt, und da konnte ich nicht anders. Ich habe die Möglichkeit gehabt, sie vorzubestellen. Ich habe sie vorbestellt, ich habe sie jetzt bekommen, und ich finde, das ist die tollste Figur aus der ersten Wave, und ich möchte es euch hier präsentieren. Und zwar ist das der gute Mossman. Ja, ich finde diese Figur, das erste Bild, was ich gesehen habe, hat es mir angetan. Da gab es noch kein Bild zu der Verpackung oder ähnlichem. Ja. Ich habe halt nur gedacht, so muss Mossman aussehen. Ja, natürlich kein Vergleich zu der Vintage-Figur. Ja, die Vintage-Figur ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ein Zeitzeugnis aus den 80ern, wie ich immer so schön sage. Ja, die hier ist jetzt moderner gestaltet, aber nichtsdestotrotz für eine modernere Zeit finde ich das genau den richtigen Mossman. Ja. Ich zeige ihn euch mal ein bisschen langsamer. Eventuell blende ich auch mal das ein oder andere Bild ein. Ich meine, die Verpackung ist ja allseitig bekannt mittlerweile. Ja. Ich habe hier oben das Masterverse-Zeichen drauf. Ich habe hier das Netflix-Logo. Ich habe unten Masters of the Universe mit dem großen roten Revelation-Schriftzug. Ich habe den Namen der Figur im Mossman, das Mattel-Zeichen. Ja. Mossman kommt, ja, nicht beflockt, ja, also die Vintage-Figur war ja beflockt. Ja. Das ist, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr so der Fall. Ja. Man sieht es bei den Origins, bei dem Pantor, den es halt auch früher in den 80ern mit einem lilanen Beflockung gab. Der ist ja jetzt auch standardmäßig zumindest halt ohne Beflockung rausgekommen und als, ja, Collectors Edition, die es halt, glaube ich, nur in Übersee gibt, den ich mir auch geholt habe, aber dann halt der importiert wurde, ja, mit Beflockung wie früher. Ja, ich glaube, wenn sie einen Mossman rausbringen würden mit Beflockung in der neuen Serie, dann wäre das auch wieder irgendeine exklusive, limitierte, keine Ahnung was Figur. Von daher finde ich es vollkommen okay, dass sie es so gemacht haben. Figur finde ich mega toll, finde ich richtig klasse. Ja, ich habe auf der Verpackung neben an der Seite den Schriftzug der Figur, also Mossman, stehen. Auf der anderen Seite habe ich ein richtig tolles, tolles Artwork, ja, wo Mossman dich quasi mit seinem Blick anstarrt. Ja, er kommt da irgendwie aus dem Dschungel, aus dem Wald raus, richtig kräftig, muskulös, ja, ein bisschen ja, animalisch halt einfach. Ich finde es halt einfach toll. Ich finde dieses Bild richtig klasse. Ja. Die Rückseite
ist dann geprägt von einem anderen, von einem weiteren Artwork. Hier nochmal, hier kommt Mossman aus dem Wald, aus dem Sumpf, wo auch immer halt her, ja, taucht hervor. Man sieht am unteren Bildrand hier, sieht man im Wasser, vorne ist noch eine Libelle, finde ich richtig toll, schöne kleine Details hier. Skeletor und Beastman, die hier im, ja, im Wasser, im See, im Sumpf, wo auch immer halt stehen. Und es sieht für mich aus, als würden sie umhersuchen. Ja, wahrscheinlich suchen sie einen Mossman, aber finden ihn halt nicht, weil er halt der Herr der Wälder ist, ja, weil er halt sich tarnen kann und er kommt aus dem Hintergrund raus und eventuell, ja, geht er gleich zum Angriff über. Finde ich richtig toll. Er sieht richtig toll aus mit seiner Pranke hier, ja, mit seinem muskulösen Oberkörper. Das Gesicht finde ich richtig, wie gesagt, animalisch toll. Ich finde es einfach nur klasse. Dieses Bild ist klasse. Was nicht ganz so klasse ist, aber da scheiden sich ja die Geister, ja, sind halt die weiteren Figuren. He-Man mit seinem Gesicht hier auf dem Bild ist sehr, sehr unglücklich getroffen. Ich glaube, die Figur sieht gar nicht so schlimm aus, aber das Bild macht halt den Anschein. Ja, dann Mossman, dann habe ich den Skeletor und wer mir noch am ehesten zusagt, ist die Evil-Lyn, zumindest von dem Bild halt hierher. Ja, dann habe ich hier unten nochmal ein Mattel-Logo mit dem Schriftzug. Ich lese ihn vor. Empowering the next generation through play. Ja, das heißt, ich bin nicht die Next Generation, aber ich habe auch nicht vor, mit den Figuren zu spielen. Aber eventuell findet diese Next Generation quasi die Kinder dieser Zeit wirklich Gefallen an den Figuren und lässt die Masters of the Universe Sachen somit halt wieder aufblühen. Ja, und ich fände es toll, wenn Kinder, jetzige Kinder, ja, 10-Jährige, 8-Jährige, 12-Jährige, keine Ahnung was, halt mal nicht mit dem Handy spielen, nicht mit dem Tablet spielen, sondern mit Actionfiguren spielen, wie wir es früher gemacht haben. Und dann noch dazu nicht mit den Actionfiguren, die Papa und Mama früher hatten, ja, und jetzt auf den Origins-Zug aufspringen, sondern dass sie ihre eigene Serie haben, ihre eigenen Actionfiguren, mit denen sie aufwachsen können, so wie wir es halt früher auch gehabt haben. Das fände ich toll, wenn das funktionieren würde. Da drücke ich halt Mattel die Daumen und hoffe, dass sie es halt nicht vermasseln wegen Verfügbarkeit, wegen, keine Ahnung, dass sie das halt wieder einstellen, bevor halt wirklich ein paar Figuren draußen sind. Ja, dass es He-Man und Skeletor in ausreichender Stückzahl gibt, dass es, ohne zu spoilern jetzt, dass es Teela halt in ausreichender Stückzahl geben wird, weil die wird ja wohl eine größere Rolle in der Revelation-Serie spielen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Aber die Hauptcharaktere, dass die halt ausreichend verfügbar sind erstmal, ja, weil damit wollen die Kinder sich identifizieren. Ja, ich brauche keine 35 Beastmen oder so weiter im Laden stehen haben, wenn ich halt die Hauptcharaktere He-Man, Skeletor und eventuell Teela in diesem Fall halt nicht bekomme. Ja, weil das sind die Figuren, um die es geht. Ja, und da, so kenne ich es halt, da möchte ich als Kind halt mit spielen. Ja, natürlich die anderen drumherum, gar keine Frage. Ja, wir sollen auch dazukommen, die gehören ja zum Kanon dabei und so weiter, ja, aber wenn es die Hauptcharaktere, wie gesagt, nicht gibt, finde ich das sehr schade. Ja. Die Figur, noch kurz dazu, hat mich 24,99 gekostet, ja, die hatte ich kurz in dem Slot bei Amazon vorbestellt, wie es die kurz gab, das war auch Zufall, ich habe jetzt nicht wirklich explizit danach gesucht, ja, weil ich, wie gesagt, ich möchte abwarten, wie die Verfügbarkeit hier ist, ja, wie die Serie ist, ja, und dann entscheiden, ob ich diese Masterverse-Figuren, diese Revelation-Figuren wirklich sammle oder nicht. Die Ausnahme, wie gesagt, wär ein He-Man, glaube ich, bestellbar gewesen. Ich hätte nicht bestellt. Battle Cat auch nicht. Der gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht so von den Bildern. Den haben ja auch schon welche bekommen und haben ihn ausgepackt. Und auch da gefallen mir die Bilder nicht ganz so. Ja, also er ist zwar schön und groß, aber wenn die Figur einem selbst nicht gefällt, ist halt immer Geschmackssache, ja. Also der Mossman, wie gesagt, ich denke, der bleibt so in meiner Sammlung, den behalte ich, auch wenn es dann vielleicht im Worst Case die einzige Figur aus der Masterverse, aus der Revelation-Serie ist, die bei mir bleibt oder die ich haben werde. Ja, wie gesagt, es bleibt abzuwarten. Ja, vielleicht denke ich in der Woche oder in 2 Wochen, wenn die Serie draußen ist, ganz anders und ich will unbedingt alle Figuren so schnell wie möglich halt haben. Kann sein, ja, ich weiß es nicht, ja, das ist mein aktueller Stand. Sagt mir doch mal, wie findet ihr die
ja, die Mattel-Politik zu den Figuren. Ja, ich habe jetzt gehört, dass die Figuren halt wahrscheinlich erst wesentlich später nach der Serie, nach dem Launch der Serie erhältlich sein werden. Ja, ich hätte mir gewünscht, wenn die halt locker einen Monat vorher schon in den Läden gestanden hätten. Aber dem ist nicht so. Ja, wie findet ihr diese Mattel-Politik? Ja, wie findet ihr die Figuren? Habt ihr die Figuren schon? Ja, habt ihr die ausgepackt? Wie gefallen die euch? Ja, wie hochwertig sind die gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare, das interessiert mich. Ja, natürlich halt auch, was ihr von der Netflix-Serie, was ihr bis jetzt seht oder gesehen habt an Trailer oder an Storyline und so weiter, was ihr davon haltet. Ja, guckt ihr die Serie oder sagt ihr, nee, ich will die Figuren haben, aber nee, die Serie interessiert mich nicht, oder ich will nur die Serie gucken, aber ich kaufe mir keine Figuren, die sind mir zu teuer, weil die sind ja doch bei um die 25 € aufwärts, ja, also locker 10 € mehr wie die Origins-Figuren. Ja, wie gesagt, Stand jetzt werde ich mich auf die Origins weiter konzentrieren. Ja, die Masterverse, die Revelation hier sind ein netter Zusatz. Wenn mir die Figuren gefallen, wenn mir die Serie gefällt, werde ich mir die holen. Eventuell mache ich da auch Cherry-Picking, dass ich jetzt wie bei dem Mossman mache, dass ich mir nur die Figuren hole, die mir halt wirklich gefallen, dass ich kein Fullset da haben möchte. All das bleibt abzuwarten, es bleibt spannend. Das war ein kurzer Einblick, ein kurzes, ja, nicht Review, aber eine kurze Übersicht über diesen Mossman von der Masters of the Universe Revelation Serie. Ja, was bleibt mir anders zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, wie gesagt, einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich freue mich, wie gesagt, über jeden, der mir schreibt, ja, sei es über die Kommentarfunktion, sei es über Instagram oder Facebook, wo ich auch bin, sei es über E-Mail. Ich beantworte jeden Kommentar. Ja, kann manchmal ein bisschen dauern anhand der Fülle der Kommentare, und natürlich habe ich noch einen normalen Job, den ich machen muss nebenher. Aber wie gesagt, ich antworte jedem. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch über ein Abo freuen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Raune.